Vorbesprechung. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein kleines Waldfragestunde-Videöchen. Das ist also quasi die Videoreihe, in der irgendwer mich irgendwas fragt, was einen gewissen Waldbezug hat und ich mich dann hinhocke und die entsprechende Frage ein bisschen ausführlich beantworte. Diesmal in ungewohntem Hintergrund, bin zu Besuch bei Freundinnen und dementsprechend habe ich keinen Keller zur Verfügung. Und ja, deswegen dieser Hintergrund. Draußen geht auch nicht, da regnet es, beziehungsweise hat gerade geregnet und es sah so aus, als würde es noch eine Weile weiter regnen. Deswegen hier, macht ja auch nichts, ist für das Video im Grunde ja vollkommen Wurst. Ich habe eh nicht viel zu zeigen, außer ein paar Bilder, die ich einblenden kann. Sonst habe ich nur was zu erzählen. Und zwar ist die Frage diesmal, was ist das? Was hat es mit der Kreuzotter auf sich und ist die gefährlich, beziehungsweise unter welchen Bedingungen? Gut, dazu kleiner Exkurs zur Kreuzotter. Was kann man zu dem Tier sagen? Also es ist eine Viper, damit eine Giftschlange, ist eine der, ich glaube, 2 bis 3 einheimischen Giftschlangenarten, die wir haben. Ist eine sehr weit verbreitete Giftschlange auch, kommt in Deutschland zumindest potenziell überall vor, wo sie einen geeigneten Lebensraum antreffen kann. Sie ist natürlich relativ selten, ist also durchaus ein Tier, das auch unter Naturschutz steht, soweit ich weiß. Aber potenziell könnte sie eigentlich geografisch gesehen überall anzutreffen sein. Sie ist auch die Giftschlange mit dem nördlichsten und höchsten Verbreitungsgebiet. Keine Giftschlange kommt weiter nördlich und weiter oben vor, ist also besonders an kalte Lebensräume angepasst für ein Reptil. Richtig bemerkenswert, wie gut sogar. Und das ist schon, also schon eine durchaus rekordverdächtige Schlange. Optisch, wie gesagt, ich packe euch ein paar Fotos rein. Spätestens dann, wenn man nicht weiß, ob es sich um eine Kreuzotter handelt oder um irgendeine andere Schlange, bemerkt man es spätestens dann absolut eindeutig, da sie typisches Giftschlangenverhalten an den Tag legt. Heißt, wenn man die Schlange ärgert, sprich sich ihr nähert, sie in die Enge getrieben hat und sie kann nicht flüchten, normalerweise flüchten die immer, oder man tritt drauf, aber in dem Moment wird man auch schon gebissen, das heißt, da hat man überhaupt keine Zeit mehr und keine Notwendigkeit, das Tier noch großartig zu bestimmen. Aber wenn man sie tatsächlich in die Enge treibt und in der Situation ist, und das ist mir mal passiert, habe ich mal erlebt, dass sie jetzt überlegt, einen zu beißen, dann streckt sie den Kopf hoch, macht dieses Giftschlangending und macht... Also wirklich total Klischee, wie man das aus vielen schlechten oder auch guten Filmen entsprechend kennt. Genau das macht die dann. Ganz lustig, weil die Situation, die ich diesbezüglich hatte, war mit einer Mini-Kreuzotter, also einem Jungtier. Das war vielleicht 15 cm lang, also wirklich so ein richtig kleines Viech. Und war auf dem Weg unterwegs und war wohl noch ein wenig verwirrt in Anbetracht seiner jungen Jahre. Ne? Das heißt Jahre, das war vielleicht eine Woche alt oder was. Und also statt dass es einfach weggekrochen ist auf dem Weg, auf dem ich es gefunden habe, ist es halt stehen geblieben, hat sich schön aufgerichtet und hier diese Drohungsnummer gemacht und ganz leise gefaucht. Das war irgendwie ganz putzig. Hätte mich wahrscheinlich auch gebissen, wenn ich da irgendwelche Körperteile in die Nähe gebracht hätte, so einen kleinen Finger oder ähnliches. Auch die Babyschlangen haben schon Gift. Das ist vielleicht eine ganz interessante Information, weil die müssen ja auch schon was essen. Und wenn wir beim Thema Ernährung wären, was futtert so eine Kreuzotter? Also die Babys, kleine Frösche, kleine Eidechsen im Wesentlichen. Ne? Das ist so die Alleinnahrung, weil kleine Mäuslein aus dem Bau könnten sie theoretisch von der Menge, von der Größe der Beute her, auch noch unterkriegen, da kommen sie aber nicht ran, schlicht und ergreifend. Und damit bleiben dann nur noch kleine Eidechsen und kleine Fröschlein eben entsprechend übrig, weil beide können sich gar nicht verteidigen und überlegen nur dadurch, dass sie halt einfach Glück hatten und keiner hat sie gefressen oder wollte sie fressen, je nachdem. Oder sie waren halt schnell genug weg, sind geflüchtet. Eine ausgewachsene Kreuzotter futtert dann zusätzlich noch Mäuse und selbstverständlich größere Frösche und größere Eidechsen. Das ist aber das wesentliche Beutespektrum. Und Frösche meint Kröten inklusive natürlich, also komplett den Froschlurch, also was es da halt so gibt. Ja, dann es ist ein Lauerjäger als Giftschlange, heißt, die hockt irgendwo im Versteck, jemand läuft vorbei, sie schnellt hervor, beißt den jemanden, der vorbeigelaufen ist, verfolgt dann die Beute, bis die halt tot umfällt und dann wird die in einem Haps
verschluckt, wie das halt bei den Schlangen auch so üblich ist, mit diesem Kiefer aushängen und dann sehr große Dinge da reinstecken. Und dann kann man auch sehen, dass die Schlange gerade gefressen hat, weil sie irgend so einen lustigen kleinen Elefantenumriss im Bauch eben entsprechend hat, weil sie gerade einen Elefanten gegessen hat oder ähnliches. Da gibt es ja auch so schöne entsprechende Gags in diese Richtung. Verbreitungsgebiet, habe ich ja schon gesagt, kommt quasi überall in Deutschland vor und auch in angrenzenden Gebieten und eben auch sehr, sehr hoch. Wir haben also keine Höhengrenze, die der Kreuzotter was ausmachen würde. Es geht teilweise bis zu 3000 Meter hoch, dass sie vorkommt. Das heißt, potenziell könnte eine Kreuzotter auf der Zugspitze auch anzutreffen sein. Ist nicht so, aber potenziell möglicherweise. Ne? Und dementsprechend auch gerade in Gebirgen und Mittelgebirgen ist er dann gerne mal anzutreffen. Lebensraum in dem Sinne ist noch ganz interessant zu wissen. Wo kann man denn erwarten, dass man eine Kreuzotter trifft? Mitten im Wald? Nee, nicht so, weil als Reptil braucht die ja entsprechend eine starke Sonneneinstrahlung, um sich morgens warm zu kriegen, um dann auch entsprechend beweglich zu werden. Die sind ja wechselwarm. Das heißt, die bevorzugt Lebensräume mit starkem Temperaturgefälle zwischen Tag und Nacht, also sprich einem ordentlichen Runterbrutzeln am Tag. Und nachts ist es dann natürlich nicht unbedingt erforderlich, dass es dann auch noch besonders hell sein muss. Warm sein muss natürlich. Aber Hauptsache, es brutzelt morgens so richtig schön runter. Das heißt, so Orte, wo man auch Eidechsen antreffen kann, da die ja auch eine bevorzugte Beute darstellen, sind auch immer potenziell sehr gute Lebensräume für die liebe Kreuzotter. Zum Beispiel irgendwelche Felsklippen. Aber ansonsten ist auch vorstellbar, dass sie gerne auf Geröllhalden wohnt. Da findet man auch wieder Eidechsen. Irgendwelchen Brachflächen, wo tatsächlich so gut wie gar nichts wächst, da könnte sie anzutreffen sein. Aber auch Lichtungen im Wald, das ist wahrscheinlich so das Eheste, wo man dann sagen kann, oh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, da könnte eine Kreuzotter irgendwo im Unterholz lauern und einen holen wollen. Denn gerade je größer die Lichtung, desto, also das heißt große, also so mittelgroße Lichtung, ne? Also ein winziges Löchlein im Kronendach des Waldes, das ist nicht eine Lichtung, da ist auch keine Kreuzotter zu erwarten, aber so mittelgroße, so irgendwas 50 mal 50 Meter, so irgendwas um den Dreh. Die haben oft schon so ein kleines Mikroklima, was halt eben diesen von Kreuzottern bevorzugten starken Tag-Nacht-Unterschied hervorruft. Also das ist tags, weil die Sonne da an dieser Stelle auf den Boden brutzelt und sonst im ganzen Wald nicht, weil überall sonst Bäume stehen. Und es dann nachts eben entsprechend auch wieder sehr stark auskühlt, weil keine Bäume da sind, die als Art Bettdecke über dem Boden funktionieren würden. Solche Lebensräume sind sogar richtig prädestiniert für das Vorkommen von Reptilien, insbesondere Schlangen, insbesondere Giftschlangen. Da könnte man also durchaus potenziell mal eine Kreuzotter finden. Aber im geschlossenen Waldbestand, der auch geschlossen war in letzter Zeit und vielleicht noch eine ganze Weile geschlossen bleiben wird, das wäre nicht typisch, dass die dann da ihr Unwesen treibt. Also höchst selten, dass man da mal eine finden würde. Vielleicht zur Verbreitung noch, nein, zur Fortpflanzung noch ein paar Worte. Das Besondere bei der Schlange ist, dass sie lebendgebärend ist. Heißt, die trägt ihre Eier im Leib herum, also das Weibchen, und wartet darauf, dass eben in den Eiern ganz regulär, wie bei allen anderen Eiern auch, das Jungtier, das sich dann vom Eidotter ernährt, halt so weit so groß ist, dass es kurz vorm Schlüpfen ist und erst dann werden die Eier quasi gelegt. Beziehungsweise oft ist es auch so, dass das Schlüpfen schon im Mutterleib stattfindet und die Tiere dann quasi geboren werden, also lebend, gebärend. Hat die Anpassung an den relativ kühlen Lebensraum der Art, dass die halt eben ja auch gerne mal im sehr kalten Bereich vorkommen und da einfach die Temperaturen zum Aufzucht von Eiern einfach nirgendwo gegeben sind. Man muss die ja schon irgendwo hinlegen, wo es einigermaßen warm ist. Und das ist im Lebensraum der Kreuzotter unter Umständen ziemlich schwierig, deshalb als Schlange lebend gebärend. Ja, und dass die Kleinen dann quasi Miniaturausgaben der Erwachsenen sind, hatte ich ja schon erwähnt und hatte ich ja selber auch entsprechend schon so erlebt. Ja, und ist jetzt so eine Kreuzotter gefährlich? Dafür müssen wir uns jetzt angucken bei einer Giftschlange, wie gefährlich ist denn das Gift? Und Tatsache ist, das Kreuzottergift ist sogar sehr gefährlich. Wir haben da solche Mengen, also tödliche Dosen,
Wobei man bei tödlicher Dosis immer so von einer Dosis spricht in der Wissenschaft, die zu 50% ungefähr tödlich ist. Soll heißen, man probiert das folgendermaßen aus. Man nimmt eine Testpopulation von mir aus jetzt mal 100 Mäuse, sagen wir es einfach mal. Und denen injiziert man jetzt eine gegebene Menge Gift, meinetwegen 0,5 Milligramm pro Kilo Maus. Also sprich, dann eine Maus, wie weit und breit kein Kilo wiegt, wäre es dann halt nochmal deutlich weniger. Aber man gibt Giftmengen, die Tödlichkeit von Giftmengen immer in Abhängigkeit pro Kilo Körpermasse des zu vergiftenden Individuums an. Und dann kommt man zum Beispiel drauf, dass bei dem halben Milligramm Gift pro Kilo Körpergewicht, sagen wir mal, die Hälfte der Mäuse gestorben sind. Das heißt, Gift wirkt ja nicht auf jeden gleich. Gift wirkt auf Kranke besonders tödlich und auf Gesunde, die haben eine deutlich höhere Chance, dass sie das Gift ganz gut unbeschadet oder zumindest ohne größere Schäden entsprechend überstehen. Und so ist das auch bei Schlangengift. Und deswegen gibt man einfach immer die Dosis an, die in entsprechenden Untersuchungen für 50% der Testgruppe tödlich war. Das ist so die übliche sogenannte letale Dosis. Also letale Dosis mit so einem kleinen unten drunter stehenden 50 ist die übliche. So, und das sind auch die Werte, die man zu Kreuzottergift finden kann. Und da beträgt die Menge, die da tödlich wäre, bei subdermaler Verabreichung, sprich die Schlange beißt einen und spritzt einem das Gift irgendwo ins Bindegewebe unter die Haut. Nicht in ein Blutgefäß, sondern irgendwo ins Bindegewebe. Und dann sind wir bei so ungefähr 5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Bei einem 100 Kilo Mensch, also logischerweise 500 Milligramm, wäre dann die tödliche Dosis, die einen mit 50% Wahrscheinlichkeit umbringen würde. Also ist man gerade ein besonders fittes Exemplar der Gattung Homo sapiens, sind die Chancen, dass man das überlebt, relativ gut. Ist man ein nicht sonderlich fittes Exemplar, sind die Chancen, dass man das Ganze überlebt, relativ gering, wenn es dann 500 Milligramm von diesem Gift wären. So, jetzt gibt es noch die Alternative, dass man das Gift der Kreuzotter nicht subdermal, sondern in einem Blutgefäß injiziert bekommt. Das ist ja gar nicht so unrealistisch, weil die beißt einen schließlich. Die Zähne sind auch lang genug, um potenziell in irgendwelche Blutgefäße vorzudringen. Und es wäre also durchaus vorstellbar, dass das sein könnte, dass man dann da das Gift in einem Blutgefäß bekommt. Und dann, das ist nämlich ganz interessant, beträgt die tödliche Dosis, die dann noch notwendig ist für eben diese 50%-Letalität, beträgt dann nur noch 0,5 ungefähr Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, da wären wir dann bei 50 Milligramm insgesamt für einen 100 Kilo Mensch, damit der dann eben entsprechend stirbt. Okay, jetzt ist aber so, klingt erstmal relativ gefährlich. Jetzt muss man aber gucken, wie viel Gift steht denn überhaupt zur Verfügung? Wie hoch ist denn die injizierte Dosis, die man der Schlange dann bitte schön zutrauen dürfte? Und zwar hat so ein Schlängelchen vielleicht, sagen wir mal, roundabout 15 Milligramm Gift überhaupt nur zur Verfügung. Also die haben ein sehr kleines Gift, einen sehr kleinen Giftspeicher und arbeiten mit sehr geringen Giftmengen. Natürlich reichen wirklich ein paar Zehntel Milligramm für irgendeinen winzig kleinen Frosch oder irgend sowas auch schon aus, um den mit Sicherheit umzubringen. Deswegen brauchen sie auch kein großes Giftdepot, weil ihre Beute einfach nicht viel Gift erfordert. Jetzt ist es so, dass so eine Schlange ja dann beißt, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlt und der Meinung ist, sich verteidigen zu müssen. Das weiß die dann auch, dass sie sich gerade nur verteidigen muss. Und was noch dazu kommt, ist, dass Gift relativ schlecht zu ersetzen ist, wenn man Kreuzotter ist. Man muss also mit seinem Giftvorrat, seinen 15 Milligramm, die man dabei hat, relativ sparsam umgehen. Wenn man die mit einem Biss irgendwo raushaut, dann hat man nichts mehr. Dann müsste man wahrscheinlich verhungern, wenn man nicht rechtzeitig neues Gift produzieren könnte, bis wieder eben entsprechend Beute zur Verfügung steht.
Genau genommen brauchen sie eigentlich eher erstmal was zu fressen, um ihre Giftmenge wieder auffüllen zu können, weil dieses Gift ist relativ teuer, muss ja auch irgendwo her produziert werden. Dafür braucht man unter anderem Eiweiß und dafür muss man was fressen. So, heißt, die Schlange geht grundsätzlich mit ihrem Gift sehr sparsam um. Und da es nichts bringt, aus Sicht der Schlange, jemanden zu vergiften, der riesengroß und viel, viel, viel größer als die Schlange selber ist, geht sie sparsam mit ihrem Gift, insbesondere bei Verteidigungsbissen, um. Und das hat man inzwischen nachgewiesen. Oft wird überhaupt kein Gift verwendet. Wenn Gift verwendet wird, dann nur sehr geringe Mengen. Und dann sprechen wir von 2, 3, vielleicht 4, vielleicht in Ausnahmefällen mal 5 Gramm. Also sprich, 5 Gramm wäre bei subdomaler Anwendung halt ungefähr die letale Menge für 1 Kilo Körpergewicht. Und das ist selbst für ein Kind lächerlich wenig. Aber sollte es tatsächlich ein Blutgefäß erwischt haben und die Schlange jetzt aus irgendwelchen Gründen tatsächlich vergleichsweise viel Gift verwendet haben, meinetwegen tatsächlich eben jetzt mal 5 Milligramm. Also wenn ich Gramm aus Versehen zwischendurch mal sage, meine ich immer Milligramm. Nehmen wir mal an, die Schlange verwendet dann 5 Milligramm. So, und 0,5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht ist schon die letale Dosis. Und jetzt erwischt es ein Kind von 25 Kilo. Und wenn wir mal ein kleines bisschen rechnen, und dann kommt man dazu, dass das dann auf jeden Fall Giftmengen sind, die nicht mehr ganz ungefährlich sind. So, und deswegen sagt man auch, dass Kreuzotter für Kinder durchaus so ein bisschen problematisch sein kann. Insbesondere kleine Kinder, die halt eben noch relativ leicht sind, potenziell auch gefährlich für sehr, sehr, sehr leichte Personen. Es gibt ja auch durchaus erwachsene Menschen, die einfach ein bisschen kürzer geraten sind und dazu noch sehr schlank sind. Also ich kannte schon Damen, die wogen nur 40 Kilo. Die sind dann trotzdem fleißig im Wald rumgerannt und hatten da ihren Spaß und hatten jetzt auch keine große Angst vor der Kreuzotter. Aber potenziell, wenn man nur 40 Kilo wiegt und das wirklich ganz dumm läuft und man gerade zum Beispiel sowieso gesundheitlich angeschlagen ist und zur unteren Hälfte in dieser statistischen Gruppe, bei der eben diese 50% Letalität ermittelt wurde, kann das dann schon mal ein bisschen gefährlich werden. Ein 100-Kilo-Mensch, der hat in keinem Fall was zu befürchten. Also das kann man wirklich ziemlich sicher sein, dass da dann auf jeden Fall ein regulärer Tod durch das Schlangengift, so wie das Schlangengift, beziehungsweise wie die Schlange es vorsieht, Leute durch ihr Schlangengift zu töten, das wird sicherlich nicht stattfinden bei einem nennenswert schweren Menschen. So, jetzt ist es noch so, dass aber trotzdem gewisse Schäden durch das Gift eben auftreten können. Es kann bei gerade Menschen mit Anfälligkeit, einem relativ anfälligen Herz-Kreislauf-System, gerne mal dazu kommen, dass dann auf jeden Fall Schwindel ausgelöst wird, Kopfschmerzen, die Bissstelle selber, die tut oft sehr weh, teilweise auch gar nicht. Das hängt damit zusammen, wie viel Gift, vermutlich damit zusammen, wie viel Gift verwendet wurde, weil auch ein komplett giftfreier Verteidigungsbiss der Schlange tendenziell möglich wäre. Dann würde die Bissstelle wahrscheinlich nicht sonderlich wehtun. Die Zähne an sich sind sehr, 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 sehr dünn, ziemlich nadelartig. Also der Biss per se, die reine mechanische Verletzung, hält sich sehr, sehr, sehr in Grenzen. Was soll man tun, wenn man von der Kreuzotter gebissen wird? Was man auf keinen Fall machen soll, insbesondere nicht bei einem Kreuzotterbiss, ist jetzt irgendwie versuchen, das Bein abzubinden, die Wunde auszusaugen und solche Späße. Also nichts dergleichen. Mit der Schlangengift-Extraktionspumpe hingehen und so weiter und so fort. Weil damit konzentriert man das Gift in dem Teil des Gewebes, wo es wirklich reingebissen, wo es rein injiziert wurde. Das Schlangengift kann sich nicht im Körper ausbreiten und bleibt an einem Ort. Das heißt, es bleibt an diesem einen Ort auch in voller Konzentration. Und das ist dann deswegen ein Problem, weil das dann vor Ort durchaus schwere Schäden anrichten kann. Da im Gewebe also sämtliche Nerven quasi zum Absterben bringt und andere lustige Dinge anstellt. Man riskiert also, wenn man wirklich versucht, das Gift vor Ort zu halten, dass an dem Körperteil, wo das Gift dann drin ist, ziemlich heftige Nekrosen, also Absterben des Gewebes, durchaus vorkommen kann. Und wenn das erstmal abgestorben ist, dann ist es abgestorben. Das Einzige, was man dann noch machen kann medizinisch, ist es wegschnibbeln. Man hat dann also unter Umständen ein ganz unpraktisches Loch irgendwo mitten im Unterschenkel, mitten im Muskel. Nicht gut.
nicht gut. Da hat man sein ganzes Leben lang ordentlich Spaß an so einem Blödsinn. Und dann geht man wirklich deutlich glimpflich, kommt man im Regelfall deutlich glimpflicher davon bei so einer Giftattacke, wenn man wirklich sagt, ja okay, dann lasse ich das Gift sich lieber verteilen. Dann ist es derartig verdünnt, dass es nirgendwo nennenswerte Schäden anrichten kann, auch dass mir vielleicht ein kleines bisschen schummrig wird. Und das war es dann auch als Otto-Normalverbraucher. Bei Kindern sieht die Sache natürlich anders aus, da ist es wirklich gefährlich. Und mit denen sollte man auch schleunigst gucken, dass man zum Arzt und ins Krankenhaus kommt, wenn die von irgendeiner Schlange gebissen werden. Und man das wirklich als Schlangenbiss zuordnen kann, dann sofort zum Arzt als Erwachsener. Es ist durchaus umstritten, ob man da jetzt nun zum Arzt gehen muss. Man kann selbstverständlich, ob man es muss. Ja, ich würde es halt auch davon abmachen, was für eine Form von Erwachsener man ist. Ist man der 150-Kilo-Mann, dann kann man sich denken, außer man ist ein ziemlich anfälliger 150-Kilo-Mann, dann sieht die Sache vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ist man die kleine 40-Kilo zierliche Dame, dann sollte man vielleicht doch dann ernsthaft über einen Arztbesuch nachdenken. Gegebenenfalls hat man den dann auch bitter nötig. Und wird dann auch schon wissen, dass man diesen nötig hat, weil sich relativ schnell da auch die Symptome dann einstellen werden. Das Gift wirkt recht flott. Wenn es also wirkt, dann wirkt es flott. Wenn es ohnehin viel zu wenig ist, um nennenswerte Schäden zu verursachen, dann kann das, dann merkt man da unter Umständen auch, wie gesagt, eben gar nichts von. Ist jetzt die Kreuzotter in irgendeiner realistischen Art und Weise ein Problem bei Waldbesuchen? Nee, halt nicht wirklich. Weil höchstens mit diesen Lichtungen, da wir wirklich überhaupt Kreuzotter im Wald leben, am Waldrand wäre sie potenziell noch anzutreffen, also am richtig schönen, krassen Waldrand, zum abrupten Waldrand, wo der kühle Wald in die Feldflur übergeht, da könnte man sie auch noch antreffen. Aber sonst hat die im Wald eigentlich wenig zu tun. Und da es bei meinen Videos ja immer primär um den Wald geht, ja. Gut, aber wer viel auf irgendwelchen Felsklippen unterwegs ist und so weiter und so fort, bei dem besteht dann schon potenziell die Möglichkeit, mal eine Kreuzotter zu treffen, eine Kreuzotter zu ärgern. Dann wird sie flüchten und wenn man sich dann wirklich ganz dämlich anstellt oder tatsächlich aus Versehen auf einen drauftritt, was auch unglaublich unwahrscheinlich ist, weil die Erschütterungen des Bodens spüren können. Wenn du also da rumläufst und dich jetzt nicht wie Legolas bewegst, dann weiß die Kreuzotter schon, dass du da bist und dann wird die sich schon irgendwo hin zurückziehen, wo man nicht aus Versehen auf sie drauftreten kann. Aber der Klassiker wäre, wenn du auf die Schlange trittst, dann beißt sie dich. Das ist tatsächlich relativ realistisch. Also statistische Wahrscheinlichkeiten, dass einem das mal passiert. Als Otto-Normalverbrauchender Waldläufer. Ja, auf jeden Fall super, super gering. Wo man das jetzt genau einordnen soll. Also es ist auf jeden Fall so, dass mehr Leute von Kreuzottern gebissen werden, glaube ich. Ein bisschen mehr Leute von Kreuzottern gebissen werden, als vom Wildschwein angefallen. Also ist es nicht völlig abwegig, darüber nachzudenken. Aber andererseits ist es halt auch vergleichsweise harmlos, so ein Kreuzotterbiss. Es sei denn, wie gesagt, Kinder, man kann das nicht oft genug sagen, bei denen spielt ja schon eine gewisse Rolle. Also seinem Kind eine gewisse Schlangenprävention beizubringen und sie besonders auf Schlangen achten zu lassen, bis sie halt schwer genug geworden sind. Dicke Kinder sind im Vorteil. wäre vielleicht eine gute Idee für Erwachsene. Sehe ich da jetzt kein nennenswertes Risiko. Ja, soviel zum Thema Kreuzotter. Dankeschön, macht's gut. Tschüss.